Am Mittwochnachmittag ist es auf der Kieler Straße, Ecke Eimsbüttler Marktplatz, gegen 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte der Fahrer eines Bluttransportes auf der Kreuzung mit einem Audi. Bislang ist unklar, ob einer der Fahrer möglicherweise eine rote Ampel missachtet hat. Der Fahrer des Audis erlitt Verletzungen an der Wirbelsäule und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Bluttransportes wurde nur leicht verletzt. Der Unfalldienst ermittelt nun den genaueren Unfallhergang.